So, hallo ihr Lieben, gibt ganz viele liebe Chip News. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles auf die Kette. Also erstmal, ja, hier ist Christian Hemschemeyer, Diplompsychologe, Paartherapeut, Coach und so weiter und so weiter und so weiter in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschipp.de vorbei, alles rund um Beziehung. Ja, also, was gibt's alles Neues? Erstmal gibt's natürlich den 24%-Gutschein bis zum Sonntag auf praktisch all meine Kurse. Ich wollte auch noch einen Tacken zu sagen. Also die Selbstliebe-Challenges und die Manifestations-Challenge, die werden wir erstmal rausnehmen und vielleicht so ein bisschen überarbeiten. Auch die Leute, die das schon gebucht haben, werden das dann auch bekommen. Also verpasst da nichts. Es wird auch keine anderen Themen geben. Nur es geht nur darum, vielleicht ein paar Videos ein bisschen anders zu machen. Deswegen, wenn ihr da noch das noch nutzen wollt, das Angebot jetzt, nutzt es jetzt. Sowohl Modul 3 als auch Modul 8, also die Advanced-Challenge betrifft das und die Manifestations-Challenge. Außerdem weiß ich nicht, wie lange ich noch Sessions mache. Ich habe jetzt schon die Telefonsessions ein bisschen zurückgeschraubt, weil das doch ja irgendwie jetzt so nach einem Jahr Lockdown echt anstrengend ist. Bevorzuge doch hier sehr persönliche Sessions. Nehme auch gerne mal ein paar oder so, vielleicht aus Hamburg, Berlin, München oder was auch ein bisschen reist oder so. Aber ich weiß nicht, wie viele Sessions ich überhaupt noch machen werde in der Zukunft. Also nutzt auch da gerne das Angebot, wenn ihr nochmal mit mir persönlich reden wollt oder ein persönliches Feedback haben wollt, zumindest zu euren Geschichten. Ja, dann planen wir gerade die nächste Liebeschip-Party. Nicht, dass einer denkt, das geht irgendwie verloren oder so. Da gucken wir jetzt gerade in August diesen Jahres, was wir da so hinkriegen. Wird wohl in Berlin sein, wie die letzte auch geplant. Nur wir planen jetzt halt mehr Outdoor, damit es da nicht wieder irgendwelche Überraschungen gibt quasi. Lesungen planen wir auch. Das wäre die dritte Juliwoche. Da planen wir eine Lesereise mit Hamburg, Berlin, Jena, Köln, Frankfurt, München. Und da suchen wir noch, außer in Berlin, da haben wir schon ganz gute Ideen, suchen wir noch Ideen, wo man so Outdoor was machen könnte. Also da empfehlen sich so Beachclubs oder sowas. Vielleicht könnt ihr auch ganz andere Sachen, die unter freiem Himmel was machen können, beziehungsweise überdacht oder so. Weil wir trauen dem Braten noch nicht so richtig, mit Sachen wirklich Indoor zu machen. Also wenn ihr da Ideen habt in diesen Städten, die ich gerade genannt habe, dann schreibt uns gerne an support@liebeschipp.de. Wir freuen uns da über eure Ideen. Okay, was gibt's noch? Dann Buch. Also ich blende das hier nochmal ein oder habe schon eingeblendet. Mein zweites Buch läuft ja auch total cool. Schreibt mir da gerne Rezension. Und es gibt aber schon wieder Buchneuigkeiten, weil ich werde wohl wechseln von vom Luther Verlag, den ich super dankbar bin. Die haben mich mega unterstützt, haben mich hier aufgepickt auf YouTube, haben zwei echt erfolgreiche Bücher mit mir rausgebracht. Das erste läuft immer noch super, der Liebescode, schon in der dritten Auflage jetzt. Aber ich werde wechseln zu Arcana. Also zumindest sind wir uns so grundsätzlich einig jetzt, das ist Random House, also so die erste Verlagsgarde in Deutschland und auch weltweit ein Riesenverlag. Und ja, weil der einfach noch mehr Distributionspower hat, in Buchläden dann oben drauf liegt und nicht innen drin und ist auch gleiche, also Steffi Stahl ist da auch bei Random House, die ist halt bei Kailash, das ist eine andere Sparte. Und auch hier nochmal, habe ich auf Instagram schon gesagt, lieben Dank an Steffi Stahl, die mich da auch sehr unterstützt hat bei der neuen Verlagsfindung und da offensichtlich ein Riesenwort für mich eingelegt hat. Und also da darf ich wirklich vielen Menschen dankbar sein und natürlich vor allen Dingen euch Community. Also wenn ihr nicht diese ersten Bücher zu so Erfolgen gemacht hättet, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich freue mich mega, dass ich meine Themen dann nochmal auf eine andere Art präsentieren kann, wahrscheinlich nochmal neue Leute erreiche. Und es gibt auch ein super cooles Thema von diesem dritten Buch. Geht es mal in eine ganz andere Richtung. Und werde ich nochmal
gesondert was zu erzählen. Genau, Podcast, gibt es noch heiße Diskussionen, wie der heißen soll. Da warte ich jetzt noch drauf, bevor ich euch da, wir haben auch schon die erste Folge aufgenommen, aber bevor das jetzt mit dem Namen nicht geklärt ist, mache ich da jetzt nicht da schon so absolute Details nennen, aber werde ich euch dann noch mehr zu sagen. Gut, heute Abend sind wir auf Twitch mit dem Thema Fake Positivity, habe ich das genannt. Und nächste Woche am 20. Mai sind wir auf YouTube um 20 Uhr, stelle ich auch noch ein Live ein. Und zwar gibt es jetzt dann Neuigkeiten von Soulmatching, wie das jetzt aussieht. Startseite der Plattform und all solche Geschichten. Und sehr bald werden wir euch auch ganz konkrete, aber das läuft dann direkt über das Soul mit den Soulmatching Newsletter auch, ganz konkrete Sachen nennen können über Preise und Zeitplan. Und ja, das geht jetzt alles sehr zackig. Ja, danke fürs Zuhören und wir werden uns bald wiedersehen.